gestalte derzeit gerade die Tore für den Stiftungsbereich. Und muss für dieses Tor hier noch die notwendigen Fugen anbringen. Allerdings werde ich es vorher kürzen, denn das ist 2,5 cm zu breit. Und ich habe es halt schon gefugt. Oh Gott. Ich hätte so werben müssen. Naja, die anderen auch. Die anderen auch. Fantastisch. Dann rette ich doch mal, was zu retten ist und mache den Burschen hier fertig. Obwohl, da gibt es nichts fertig zu machen. Das kann ich alles samt in die Tonne kloppen. Und von vorne. Und diesmal gehe ich einzeltormäßig vor. Das hat sich nämlich echt bewährt, immer nur ein Bauteil im Blick zu haben. Ich ziehe zunächst mal eine Grundlinie auf 1 cm Abstand. So, diesmal mache ich es andersherum. Das Ding muss eine Höhe von 125 haben. Und die genehmige ich mir jetzt auch. So, das sind dann 225. Und ich brauche dann eine Breite von jeweils 10. Luft 21.
Okay. Und jetzt kommt wieder in einem Zentimeter Abstand eine Fuge. Der unteren Kante auch. Bevor ich jetzt die Fugen setze, will ich noch diese Türblattrahmen zu Ende bringen. Und dazu muss ich die Innenleibung der Rahmen anstreichen. Okay, der wäre soweit. Jetzt noch der zweite. Das muss noch zu Ende gebracht werden.
So, hier sind wir noch im Wasserbehälter. Und das war's.